Die Induskultur, eine rätselhafte Hochkultur. Südliches Asien, 2200 vor Christus. Ochsenkarren, schwer beladen mit wertvollen Waren, rattern durch die breiten Straßen. Menschentrauben schieben sich zwischen ihnen hindurch. Am Ufer des Induszuflusses Ravi werden Boote beladen, die Handelsgüter nach Süden bringen sollen. Hektisches Treiben bestimmt den Alltag in der 50.000 Einwohner zählenden Stadt Harappa, die Handelsmetropole und Machtzentrum des oberen Indus-Tals ist. Kunstschmiede verarbeiten aus Rajasthan geliefertes Kupfer zu Werkzeugen und Schmuckstücken. Weber und Färber stellen aus indischer Baumwolle feinste Tuche her. Geschickte Handwerker verarbeiten Lapislazuli aus Persien, Jadeit aus Tibet und Muscheln von der Küste des Arabischen Meeres zu kleinen Kostbarkeiten, Halsketten und Armreifen, Statuen und Spielsachen. Eine erfolgreiche Händler- und Handwerkergesellschaft hat sich im Indus-Tal etabliert. Ihr Wohlstand beruht nicht auf militärischer Macht, sondern auf einem fein gesponnenen Netz von Handelsbeziehungen. Ihren Reichtum stellt sie nicht in Prunkbauten für ihre Herrscher zur Schau, sondern finanziert damit die modernsten Metropolen ihrer Zeit. Harappa ist die größte Stadt im Indus-Tal. Ihretwegen wird die Indus-Zivilisation auch oft als Harappa-Kultur bezeichnet. Die Stadt besteht aus einer Zitadelle mit dem politischen und wirtschaftlichen Zentrum, die auf einem künstlich errichteten Hügel liegt, sowie einer befestigten Unterstadt, in der die Bevölkerung wohnt und arbeitet. Das Stadtbild wirkt wie auf einem Reißbrett angelegt. Es zeigt mehrere rechteckige Wohnblocks, zwischen denen in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung 10 Meter breite Hauptstraßen verlaufen. Die Wohnblocks selbst sind von kleineren Straßen und Gassen durchzogen, die ebenfalls rechtwinklig angeordnet sind. Kein Haus ragt auch nur einen Fußbreit in eine der Straßenfluchten hinein. Darüber hinaus verfügt Harappa über ein unterirdisches Kanalsystem, das ein wahres Wunderwerk der Ingenieurskunst ist. Die Bevölkerung wird durch dieses System einerseits mit Frischwasser versorgt, andererseits werden die Abwässer aus der Stadt hinausgeleitet. Praktisch jedes der meist zweistöckigen Häuser hat eine Latrine und in den zahlreichen Innenhöfen finden sich Trinkwasserbrunnen. Als Baumaterial verwenden die Menschen keine beschlagenen Steinquader, sondern gebrannte Ziegelsteine, von denen einer dem anderen in Form, Größe und Farbe haargenau gleicht. 640 Kilometer weiter flussabwärts, am Unterlauf des Indus, liegt Mohenjo-Daro. Trotz der großen Entfernung scheint die etwa gleich große Stadt das Ebenbild Harappas zu sein. Auch hier gibt es die Trennung zwischen der Wohnstadt und einer erhöht liegenden Festung als Zentrum der Macht. Die am Fuße bis zu 13 Meter starken Mauern bieten Schutz nicht nur vor Invasoren, sondern auch vor den im Frühjahr und Sommer anschwellenden Fluten des Indus. Innerhalb der Festungsmauern befinden sich große Versammlungshallen und andere Bauten, die offensichtlich kultischen Zwecken dienen. Den Mittelpunkt bildet das große Bad, ein etwa 3 Meter tiefes Bassin, das für rituelle Waschungen benötigt wird. An das Bad schließt sich ein großes Gebäude an, das hohe weltliche oder religiöse Würdenträger beherbergt. Monumentale Tempel, erhabene Denkmäler oder prachtvolle Paläste? Fehlanzeige. Stattdessen befindet sich auf dem Festungshügel ein riesiger Kornspeicher, der bequem von außen befüllt werden kann. Im ganzen Indus-Tal finden sich Dutzende kleinere und größere Städte, die von denselben Stadtplanern erbaut zu sein scheinen. Überall einheitliche Maße und Gewichte. Überall kunstvolle Siegel mit immer wiederkehrenden Symbolen und Zeichen. Vom Fuß des Himalaya im Norden bis zum Indischen Ozean im Süden, von den Ausläufern des Gangestals im Osten bis nach Persien im Westen erstreckt sich die Induskultur. Wo es so viele kulturelle und wirtschaftliche Gemeinsamkeiten gibt, liegt es eigentlich nahe, dass auch ein gemeinsames Staatswesen mit einer einheitlichen Verwaltung existiert. Die Macht könnte in den Händen einflussreicher Kaufleute liegen. Vielleicht regiert hier aber auch ein gottgleicher Priesterkönig, wie ihn andere Hochkulturen jener Zeit kennen. Es kann gut sein,
dass eine Steinbüste aus Mohenjo-Daro einen solchen Priesterkönig darstellt. Edelsteinbesetzte Bänder um Kopf und Arme sowie das aufwendige Kleeblattmuster seines Gewandes weisen die Figur in jedem Fall als Würdenträger aus. Er trägt einen penibel gestutzten Bart, seine Lippen sind wulstig, die Augen lang und schmal. Sein Gesichtsausdruck ist ungerührt. Ja, er strahlt im vollen Bewusstsein seiner Macht eine fast übernatürliche Gelassenheit aus. Seine Aufgaben dürften es sein, das gesellschaftliche Leben zu regeln und den Handel zu schützen, der dem Volk seinen Wohlstand beschert. Entscheidend für die Entfaltung der großstädtischen Lebensweise im Indus-Tal ist die Versorgung mit Lebensmitteln aus dem Hinterland. Auf dem Speiseplan der Menschen stehen Brot aus Weizen und Gerste, Datteln, Melonen und Erbsen. Für die rechte Würze sorgen Senfkörner und Sesam. Es gibt Schweinefleisch, Lamm und auch Büffel. Außerdem tauchen in der Region zum ersten Mal bis dato wildlebende Hühner als Haustiere auf. Solange die Städter den Bauern Werkzeuge, Schmuck und alles, was diese sonst noch begehren, bieten können, sind sie sich auch ihrer Lebensmittelversorgung sicher. Die Arbeitsteilung zwischen Land- und Stadtbevölkerung funktioniert perfekt. Der Handel blüht. Ihre Waren verkaufen die Händler aber nicht nur in der Umgebung ihrer Städte oder innerhalb des eigenen Tales. Bis nach Mesopotamien, tausende Kilometer im Westen, reichen ihre Handelsbeziehungen. Alte Texte der dort ansässigen Sumerer erzählen vom Handel mit dem fernen Land Meluha, so ihr Name für die Induskultur. Doch wie gelangen die Waren dorthin? Auf den zweirädrigen Ochsenkarren, die für den Transport in den ebenen Schwemmlanden des Indus-Tals hervorragend geeignet sind, wohl kaum. Nein, der Fernhandel kann eigentlich nur über das Meer erfolgen. Die am Indischen Ozean gelegene Stadt Lothal ist der Hochseehafen des Indusreichs. Von hier aus stechen mit Baumwollstoffen, Edelsteinen und anderen Kostbarkeiten beladene Segelschiffe in See, die ihre Reise immer in Sichtweite der Küste bis in den vorderen Orient führt. Geschäftstüchtige Händler und geschickte Ingenieure sind die Menschen am Indus zweifelsohne. Doch Briefe, Inschriften oder andere Schriftstücke sind nicht überliefert. Aber wie haben die Menschen dann ihre Wirtschaft geregelt und über größere Entfernungen Informationen ausgetauscht? Von großer Bedeutung sind kleine, rechteckige Siegel aus Speckstein. Mit ihnen können die Kaufleute ihr Eigentum zweifelsfrei markieren, indem sie an den Speichertüren und auf der Verschnürung von Handelsgütern einen gestempelten Tonklumpen als Plombe anbringen. Auf den nur wenige Zentimeter großen Siegeln finden sich zum einen Tierbilder von einer brillanten Detailtreue, zum anderen legt ein in Harappa gefundenes Motiv nahe, dass Elemente der Induskultur vielleicht doch Eingang in die weitere Geschichte Indiens gefunden haben. Das Siegel zeigt das Bildnis eines Mannes mit mehreren Gesichtern in meditierender Haltung. Den Phallus deutlich sichtbar. Er ist umgeben von Tieren der Wildnis wie Tigern, Elefanten und Nashörnern. Ist dieses Bild die älteste Darstellung von Shiva, dem großen Gott der Hindus, in seiner Rolle als Herr der wilden Tiere? Auf jedem Siegel befinden sich über dem Tierbild Zeichen, von denen bis zu 400 verschiedene bekannt sind. Doch weist die längste Zeichenfolge nur 17 Symbole auf. Nicht viel Platz, um eine Geschichte zu erzählen. Was sollen die Zeichen also darstellen? Vieles spricht dafür, dass es sich um die Namen der Besitzer oder eine Art Familienwappen handelt, vielleicht aber auch um den Bestimmungsort der Ware oder den Inhalt des Transports, wenn es wirklich so ist, dass die Zeichen auf den Siegeln keine Schrift darstellen. Dann stellt sich die Frage, warum die Menschen der Induskultur auf schriftliche Aufzeichnungen verzichten. Sie wissen doch von ihren Handelspartnern sehr wohl, dass es möglich ist, Sprache als Schrift festzuhalten. Fürchten ihre Herrscher etwa einen Machtverlust? Reine Spekulation. Ein Volk ohne Schrift. Gleichförmige Städte ohne Prunk. Kein erkennbarer Jenseitskult. Ja, ist denn das Einzige, was die Menschen am Indus interessiert, das Geld verdienen? Kennen sie in ihrer geordneten Welt denn nur die Arbeit? Haben sie gar keinen Sinn für die schönen Seiten des Lebens?
Vielleicht gibt die geheimnisvolle Bronzestatue des tanzenden Mädchens aus Mohenjo-Daro die passende Antwort. Die, bis auf ihren Schmuck, nackte, hat so gar nichts von der üppigen Weiblichkeit, die Frauenfiguren jener Epoche anderswo charakterisiert. Die Tänzerin stellt ihren schlanken, feingliedrigen, fast knabenhaften Körper mit einer entzückenden Sorglosigkeit zur Schau. Ihr Haar trägt sie zu einem kunstvollen Knoten geflochten. Ihre Gesichtszüge zeigen volle Lippen und eine breite Nase. Ihr Stand scheint schwerelos. Eine Hand ruht auf ihrer sich wiegenden Hüfte. Ihren Kopf wirft sie leicht nach hinten, als ob sie ihr Gegenüber mit dieser verführerischen Pose herausfordern möchte. Sehen so Menschen aus, die ihr ganzes Dasein am schnöden Mammon ausrichten? Wohl kaum. Vielleicht hat das Fehlen von monumentalen Bauwerken auch einen ganz unspektakulären Grund. Ziegelsteine verformen sich mit wachsendem Gewicht, sodass die Höhe der Gebäude recht schnell ihre natürliche Grenze erreicht. Außerdem setzen Sonne, Salz und Wind den Ziegeln und dem sie verbindenden Schlammmörtel zu. Stein als Baumaterial gibt es in der Region nicht. Selbst wenn die Menschen der Induskultur es gewollt hätten, mit Ziegeln hätten sie es nie und nimmer geschafft, den Jahrtausenden trotzende Bauwerke zu schaffen. Bleibt als letzte Frage, wie diese Hochkultur ein Ende finden konnte, das die Erinnerung an sie völlig auszulöschen vermochte. Es wird über Erdbeben oder andere Naturkatastrophen gerätselt, oder über Invasoren, die der Bevölkerung in einem gnadenlosen Gemetzel den Garaus machten. Doch dafür scheint die Fläche, auf der die Induskultur angesiedelt war, viel zu groß. Da ist es schon eher wahrscheinlich, dass das Zusammenwirken mehrerer Faktoren den raschen Niedergang der Indus-Zivilisation herbeiführte. Ein Faktor sind jedenfalls schlechter werdende Umweltbedingungen, wahrscheinlich sogar menschengemacht, etwa durch Abholzung und Überweidung. Ausgetrocknete Flussbetten sprechen hier eine deutliche Sprache. In dem Moment aber, in dem die Landbevölkerung immer weniger Lebensmittel erzeugt, können auch die Städte nicht mehr lange mitversorgt werden. Die Stadtbevölkerung ist gezwungen, fortzuziehen. Darunter leidet wiederum der Handel, und so verlieren die Menschen ihre Existenzgrundlage. Und schließlich steht fest, dass das Volk der Aryas um die Zeit des Niedergangs der Induskultur nach Indien eindringt und dort bald die herrschende Schicht bildet. Diese Landnahme erfolgt natürlich auch mit Gewalt, und davon bleiben auch die ohnehin schon da niederliegenden Städte im Indus-Tal nicht verschont. Überraschend ist jedoch, dass über Jahrtausende nicht die geringste Spur an diese hochentwickelte Kultur erinnerte. Dass es trotz der städtebaulichen Meisterleistungen, trotz des regen Handels mit anderen Kulturen möglich ist, für Jahrtausende spurlos aus dem Gedächtnis der Menschheit zu verschwinden und damit beinahe auch durch das Raster der Geschichtsschreibung zu fallen. Was von der Harappa-Kultur, jener bis heute in so vielerlei Hinsicht unbekannten Zivilisation im Indus-Tal bleibt, ist die Erkenntnis, dass der Lauf der Geschichte auch die Spuren von eindrucksvollen Zivilisationen bis zur Unkenntlichkeit verwischen kann. Dank ihrer Schrift präsent sind dagegen die frühesten Hochkulturen in Mesopotamien, dem sogenannten Zweistromland im vorderen Orient.